Hallo Leute, mein Name ist Maximilian Pollux. Willkommen zu Folge 2 auf meinem YouTube-Channel Gangster, Knast und Kriminelle. Nochmal kurz hier. Ich war ein jugendlicher Intensivstraftäter, bin in Nürnberg aufgewachsen, habe alle Arten von Straftaten, die man als Jugendlicher so begeht, begangen und bin mit 21 schließlich für 10 Jahre ins Gefängnis gekommen. Nach meiner Entlassung habe ich ein Buch veröffentlicht, und zwar das hier, und noch ein paar andere Dinge zum Thema Kriminalität geschrieben. Ich habe angefangen, Präventionsarbeit zu machen, habe Schulen besucht, besuche heute Jugendhäuser, Jugendhilfeeinrichtungen, aber auch Kliniken und Gefängnisse in ganz Deutschland und mache dort Kriminalprävention, Drogenprävention und Gewaltprävention. Mir liegt die Jugend sehr am Herzen, und um ein kleines Gegengewicht zu dem, was in den Medien erzählt wird, der Glorifizierung des kriminellen Lebensstils, der Mystifizierung des Lebens im Gefängnis, um dem allen ein bisschen was entgegenzusetzen, habe ich diesen YouTube-Channel ins Leben gerufen. Ich habe in der Folge 1 gefragt, ob ihr lieber in eine Einzelzelle oder in eine Gemeinschaftszelle kommen würdet. Obwohl so viele Leute geantwortet haben, ist die ganze Geschichte am Schluss 50-50 ausgegangen. Ich habe natürlich auch nach den Gründen gefragt, warum Leute in eine Einzelzelle oder in eine Gemeinschaftszelle wollen. Fangen wir mit dem ersten Grund für eine Einzelzelle an, und zwar Privatsphäre. Viele Leute haben gesagt, sie halten es nicht aus mit anderen Leuten in einem Raum. Sie brauchen ihre Privatsphäre. An die Leute kann ich nur sagen, habt ihr Folge 1 nicht gesehen? Wisst ihr noch? Klack, klack, klack. Ihr habt eure Privatsphäre abgegeben, als ihr das Tor durchschritten habt. Ihr habt eure Privatsphäre mit euren Klamotten, mit eurem Handy und mit euren Wertgegenständen an der Torwache abgegeben. Im Knast habt ihr keine Privatsphäre. Ihr seid jetzt vielleicht allein in der Einzelzelle, aber ihr habt kein Schloss an der Tür. Jeder Beamte kann diese Zellentür jederzeit öffnen, und das passiert jederzeit. Während ihr schlaft, klack, 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 Zellenkontrolle. Während ihr Zähne putzt, klack, 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 Zellenkontrolle. Während ihr scheißt, klack, 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 Zellenkontrolle. Privatsphäre? Privatsphäre könnt ihr nicht haben, solange ihr kein Schloss an eurer Tür habt, das ihr selbst bestimmen könnt. Jetzt wechseln wir rüber zur Gemeinschaftszelle. Der meistgenannte Grund war, glaube ich, man ist nicht allein. Und man kann mit anderen Leuten quatschen oder spielen. Reden ist natürlich super, spielen noch besser. Im Knast wird sehr, sehr viel gespielt. Wir spielen Kartenspiele, wir spielen Backgammon, wir spielen Schach. Ganz, ganz, ganz wunderbar. Außer wenn ihr verliert und wenn ihr um Geld spielt, dann wird es schnell übel. Ein anderer Grund, den die Leute häufig genannt haben für die Einzelzellen, waren: Es ist mein eigenes Zuhause. Ich kann dort meine eigenen Regeln machen. Und auch da, Leute, der Gedanke ist nett, aber natürlich ist es nicht euer Zuhause. Euch gehört dort gar nichts. Weder euer Kopfkissen noch eure Bettwäsche. Euch gehört in diesem Raum nichts. Ihr könnt nicht bestimmen, wie es ausschaut. Ihr könnt keine Tapeten an die Wände machen. Ihr dürft meistens nicht mal Teppiche haben. Das ist nicht euer Zuhause, und das wird euch ständig klar gemacht. Und Regeln? Eure eigenen Regeln in eurer Zelle? Was glaubt ihr, wo ihr seid? Es herrschen die Knastregeln. Es herrscht die Hausordnung. Es herrschen die Regeln der anderen. Eure eigenen Regeln gelten hier nur sehr, sehr, sehr bedingt. Ich selbst habe es natürlich geschafft, in 10 Jahren mich zu Hause zu fühlen. Was bleibt mir auch anderes übrig? Aber denkt nicht, dass es so ist wie der Platz, an dem ihr jetzt lebt, an dem ihr dieses Video gerade anschaut. So zu Hause werdet ihr euch dort nie fühlen. Einige sehr umsichtige Menschen haben einen tollen Grund genannt, warum sie lieber in Gemeinschaftszellen wären. Und zwar, so können sie schneller rausfinden, was in dieser Anstalt abgeht. Und da haben sie recht. Stellt euch vor, ihr kommt neu in eine Schule. Ihr wisst nicht, wann Pause ist. Ihr wisst nicht, wo die Mensa ist. Ihr wisst nicht, wann es Essen gibt. All das gilt im Gefängnis auch. Und noch viel mehr. Gibt es hier einen Sportplatz? Darf man Fußball spielen? Wer ist korrekt? Mit wem kann ich reden? Welcher Beamte ist gefährlich? Welcher der Gefangenen wird mir in den Rücken stechen? All die Dinge könnt ihr natürlich schneller herausfinden, wenn ihr in einer Gemeinschaftszelle seid. Wenn ihr in einer korrekten Zelle seid, könnt ihr fragen, wie geht's hier so ab? Was ist hier los? Und ihr werdet eine Antwort kriegen. Wenn ihr in eurer Einzelzelle seid, könnt ihr die Scheiße selbst herausfinden. Und dann dauert es natürlich viel länger und ihr macht viel mehr Fehler. Es wird nicht einfacher dadurch. Ihr merkt, worauf ich hinaus will. Egal, was ihr gesagt habt, ich habe einen Grund dagegen. Egal, was ihr gut findet, an welcher Zelle, ich kann das kaputt machen. Wisst ihr warum? Weil Knast scheiße ist. Weil Knast nicht cool ist. Warum Leute in eine Einzelzelle wollen und nicht in eine Gemeinschaftszelle? Gewalt. Menschen haben Angst vor Gewalt. Sie glauben, in einer Einzelzelle sicher zu sein. Sie glauben, in einer Gemeinschaftszelle gefährdet zu sein.
Menschen haben Angst vor Gewalt. Menschen wollen nicht verprügelt werden. Menschen wollen nicht vergewaltigt werden. Und deswegen bevorzugen sie die Einzelzelle, weil sie glauben, dort sicher zu sein. Fangen wir an mit Gewalt in der Gemeinschaftszelle. Es stimmt natürlich, im Gefängnis gibt es eine Hackordnung. In dem Sechsmannsaal, in dem ich damals war, waren 4 Gangster und 2 Opfer. Den Leuten ging es dort nicht gut. Die beiden hatten in dieser Zelle nichts verloren. Die Anstalten machen das mit Absicht. Stellt euch vor, ihr habt eine Zelle, in der 6 Hardcore-Kriminelle sind. Die Zelle ist gefährlich. Aus der Zelle werden viele Probleme kommen. Diese Zelle wird vielleicht eine Bande bilden. Diese Zelle wird vielleicht versuchen, verschiedene Geschäftszweige im Gefängnis zu übernehmen. Was macht man also? Man schickt mehrere schwache Glieder in diese Zelle. In unserer Zelle waren es damals 2. Besonders einer, der überhaupt nicht dort hätte sein sollen. Und ich weiß, was ihr denkt. Und das, was ihr denkt, ist alles wahr. Es gibt alle Arten von Übergriffen in diesen Zellen. Was ich nie erlebt habe in einer Zelle, in der ich war, war sexuelle Gewalt. Das ist nicht so häufig in den Erwachsenengefängnissen, in den Jugendgefängnissen. Es ist aber durchaus häufiger. Ich kenne viele Leute, die früher in Jugendgefängnissen waren und alle Arten von sexueller Gewalt erlebt haben. Seid also vorsichtig, Jungs und Mädels. Übrigens, beides, was ich hier sage, gilt sowohl für Jungs und Mädchen. Es ist nicht viel besser im Frauenknast, es ist nicht viel schlimmer im Männerknast. Vielleicht ein Wort zu meiner Situation damals. Als ich wurde in Amsterdam verhaftet, nach einigen Monaten von Holland ausgeliefert wurde und in Bayern ankam, kam ich als erstes in eine 6-Mann-Zelle. Wir waren zu 6 dort drin. Und ja, 6 Männer, das heißt, einer schnarcht immer. Wir haben alle 6 geschnarcht, aber einer schläft immer. Das heißt, ihr gewöhnt euch an dieses Geräusch. Es ist immer laut, ihr seid nie allein. Das war die Situation, in der ich mich damals befand. Ich habe im Ganzen 3 Jahre in Gemeinschaftszellen verbracht. Die restliche Zeit war ich in der Einzelzelle. Ich habe also beides erlebt. Beides hat Vor- und beides hat Nachteile. Wenn ihr aber glaubt, dass ihr in einer Einzelzelle sicher seid, dann möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Es war Montag und ich habe einen Brief bekommen von meiner Mom. Der Brief ging los. Hallo Maximilian, es tut mir leid. Die Oma ist gestorben. Die Beerdigung ist am Freitag. Das heißt, meine Großmutter war tot. Dazu muss man sagen, dass in meiner Haftzeit alle meine Großeltern gestorben sind. Opas, Omas, alle tot. Ich konnte auf keine Beerdigung gehen. Ich habe den Brief an diesem Tag immer wieder gelesen, immer nochmal gelesen und nochmal gelesen, habe versucht, mich damit auseinanderzusetzen. Und es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich aufs Datum geguckt habe. Die Beerdigung sollte am Freitag sein. Der Brief war 10 Tage alt. Das heißt, ich habe die Beerdigung, die am Freitag sein sollte, schon lange verpasst. Die war am letzten Freitag. Ich habe den Moment verpasst, als meine Oma gestorben ist. Ich habe den Moment verpasst, als meine Mutter um ihre Mutter getrauert hat. Und ich habe die Beerdigung verpasst, ohne überhaupt davon zu wissen. In dem Moment fragt man sich, was habe ich am Freitag getan, als die Beerdigung war? Was habe ich getan, als meine Familie um meine Oma getrauert hat? Ich war im Hof, ich habe Klimmzüge gemacht. Ich habe hier rumgeschrien, da rumgeschrien, Karten gespielt, Schach gespielt. Und das macht euch wahnsinnig. Denn wir sitzen so lange im Knast, wir erwarten, dass unsere Großeltern sterben. Aber was wäre, wenn in dem Brief gestanden wäre, hallo Maximilian, deine kleine Schwester ist vom Auto überfahren worden. Was wäre, wenn dort gestanden hätte, deine Mutter ist tot. Was wäre ein Autounfall deines Bruders? Was tut ihr dann? Was tut ihr, wenn die Leute, auf die ihr am meisten baut, die euch am wichtigsten auf diesem Planeten sind, sterben? Und ihr kriegt einen Brief. Und jetzt sitzt ihr in eurer Einzelzelle, in der ihr euch so sicher gefühlt habt, in der ihr seid ja so gerne allein. Viele Leute haben das gesagt, wir sind gern allein. Jetzt seid ihr die nächsten 23 Stunden allein bis zum nächsten Hofgang und könnt darüber nachdenken, was ihr draußen verpasst habt. Und hier schließt sich der Kreis zur Gewalt. Gewalt in Gemeinschaftszellen findet statt, Schlägereien, na klar. Was passiert in einer Einzelzelle, wenn ihr so eine Nachricht bekommen habt? Das sind die Momente, in denen die Menschen sich umbringen. Das sind die Momente, die man alleine nicht bewerkstelligen kann, die man nicht auf Kette kriegt. Das ist etwas, von dem man sich nicht alleine erholen kann. Was tut ihr dann? Allen meinen Freunden, die eine Einzelzelle gewählt haben, ihr seid in einer Einzelzelle nicht allein. Ihr seid mit euch selbst da drin. Und wenn ihr euch selbst nicht zu 100% leiden könnt, dann kann sein, dass ihr diese Zelle nie wieder verlassen werdet. In der Gemeinschaftszelle, selbst wenn man nicht befreundet ist, an dem Tag kriege ich einen Schlag auf die Schulter, einen Klaps. Jemand stellt mir einen Tee hin, sagt, Bruder,
es wird schon wieder. In der Einzelzelle könnt ihr euch nur selbst diesen Schulterklopfer geben. In der Einzelzelle könnt ihr euch nur selbst wieder zusammensetzen. Und das ist sehr, sehr schwierig und kostet sehr, sehr viel Kraft. Ich habe am Schluss noch eine gute Nachricht für euch. Die Frage, die ich euch gestellt habe, Einzel- oder Gemeinschaftszelle, braucht ihr eigentlich gar nicht zu beantworten. Denn niemand wird euch fragen, wo ihr hin wollt. Ihr kommt dorthin, wo Platz ist. Denkt ihr, die haben mich gefragt, ob ich in den Sechsmannsaal will? Denkt ihr, die haben mich gefragt, ob ich danach 7 Jahre lang in der Einzelzelle sein will? Glaubt ihr das wirklich? Keiner hat irgendwas gefragt. Und keiner wird euch irgendwas fragen. Ihr geht dorthin, wo Platz ist. Vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Aufpassen. Wenn ihr glaubt, dass das hier wichtig ist, supportet den Channel, erzählt Freunden davon, abonniert, liked, kommentiert, folgt mir auf Instagram. Nächste Woche reden wir wieder über ein Thema Gangster, Knast und Kriminelle. Maximilian Pollux ist aus. Bis dann.